Und über den Zustand der deutschen Demokratie heute möchte ich sprechen im Phoenix-Tagesgespräch mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, in Frankfurt wird die Geburtsstunde der Demokratie gefeiert. Wenn Sie heute auf die Demokratie in Deutschland schauen, sehen Sie auch eher einen Grund zum Feiern oder eher einen Grund zur Sorge? Nein, wir haben schon Grund zu feiern, denn auch wir Deutschen haben trotz aller Niederlagen und einer auch schlimmen Verbrechensgeschichte eine Demokratie- und Freiheitsgeschichte, an die wir uns vernünftigerweise freundlichst erinnern sollen. Das stärkt, denke ich, auch das demokratische Selbstbewusstsein heute, dass wir begreifen, wie wenig selbstverständlich Demokratie ist und wie kostbar sie ist. Schauen wir ringsum in die Welt, da ist unsere Art liberaler, rechtsstaatlicher, sozialstaatlicher Demokratie nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Schon das allein macht unsere Demokratie so besonders kostbar. Mhm. Ja, und sie ist aber auch trotzdem immer wieder in Gefahr. Wenn man jetzt zum Beispiel aktuell auf den Prozess nach Koblenz guckt, mutmaßliche Reichsbürger mit Umsturzplänen, die wollten Gesundheitsminister Lauterbach entführen, beziehungsweise es wird ihnen vorgeworfen. Was kann und muss Politik tun, um solchen Gefahren von rechts entgegenzuwirken? Sie beobachten das richtig. Unsere Demokratie ist von außen, aber auch von innen gefährdet. Unzufriedenheit, Verdruss, Wut auf Politik ist ziemlich verbreitet. Zum Glück nicht bei einer Mehrheit der Bevölkerung, aber doch bei einer gefährlichen Minderheit. Das haben wir ernst zu nehmen. Da hat der Staat seine Pflicht zu tun, das zu beobachten und wenn nötig einzugreifen, wenn Straftaten begangen werden oder wenn Straftaten drohen. Das ist das eine. Aber natürlich geht es vor allem auch um demokratische Bildung durch die ganze Kette der Erziehung. Das ist eine wichtige Aufgabe der Schulen, das ist eine wichtige Aufgabe auch der Medien, zu erläutern, was das eigentlich Demokratie ist, dass sie keine Wunschveranstaltung ist, dass Demokratie nicht erst dann gut ist, wenn es allen wirtschaftlich erfolgreich gut geht, sondern dass die Demokratie eine Veranstaltung ist, wo man sich in die eigenen Angelegenheiten einmischen kann, wo man die eigenen Interessen vertreten kann, wo man die eigenen Meinungen öffentlich artikulieren kann, nicht ohne Widerspruch. Denn Demokratie ist Streit. Demokratie ist keine Idylle, sondern ist Streit von Menschen, die unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Meinungen haben. Aber es ist eben auch die Chance, sich um sich selber zu kümmern politisch. Hm. Vom Widerspruch hat auch Bundespräsident Steinmeier gesprochen in seiner Rede. Er hat davor gewarnt, ständig von Gleichschaltung und Meinungsdiktatur zu sprechen. Lohnen sich dann aus Ihrer Sicht die Diskussionen mit Menschen, die sagen, wir sind hier alle gleichgeschaltet, oder ist das vergebene Liebesmühe? Also ob sie sich lohnen, weiß ich nicht. Jedenfalls sind sie notwendig. Sie sind nicht immer erfolgreich. Da habe ich meine eigenen Erfahrungen. Man kann dieses Gespräch suchen. Man trifft dann häufig auf Wut, auf Menschen, die überhaupt gar nicht das Gespräch wollen, sondern nur ihre Empörung artikulieren wollen. Mein Wunsch ist, dass das nicht nur als eine Aufgabe von Politikern betrachtet wird, sondern der Bürger im Alltag von Nachbar zu Nachbar, von Verwandten zu Verwandten, von Arbeitskollege zu Arbeitskollege muss dieses Gespräch stattfinden. Und zwar so konkret wie möglich darüber reden, was ist denn der Anlass deines Ärgers? Worüber bist du empört? Das ist ganz wichtig, denn Politiker sind immer die Objekte der Wut und des Vorwurfs. Da ist das Gespräch viel schwieriger als zwischen Gleichrangigen, wo man dem anderen nicht so leicht einen Vorwurf machen kann, aber wo ein aufklärendes und verständliches Gespräch stattfinden kann. Anlass für Wut oder auf jeden Fall Unverständnis kann auf jeden Fall der Fall Patrick Greichen jetzt geben, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der jetzt gehen musste. Der Vorwurf, Vetternwirtschaft und Compliance-Regeln wurden nicht eingehalten. Wie sehr kann so etwas das Vertrauen in die Politik erschüttern? Ach, wissen Sie, die Politiker sind keine Heilige, auch die Politik ist keine Sphäre, wo es immer nur alles gut geht, alles gelingt. Menschen machen Fehler, sie machen sogar unangenehme Fehler, das müssten doch die Leute wissen. Die Erwartung, dass in der Politik alles ganz flott geht, dass es gelingt, dass sie wundervoll bricht, ist keine sonderliche demokratische Erwartung, sondern
Wir können erwarten, dass Politiker sich an die Regeln und Gesetze halten, die sie selber verabschiedet haben. Da müssen sie geradezu vorbildlich sein. Aber in aller anderen Hinsicht sind sie als Menschen hoffentlich Vorbilder. Aber es ist nicht die Voraussetzung, dass Demokratie gelingt. Demokratie ist gewissermaßen eine Veranstaltung, die damit rechnet, dass Menschen fehlbar sind. Und deswegen hat, das ist das Wunderbare an der Demokratie, sie hat Korrekturmechanismen. Wahlen sind so ein Korrekturmechanismus. Öffentlichkeit ist ein solcher Korrekturmechanismus. Dass Bürger sich einmischen können, ist ein solcher Korrekturmechanismus. Das macht die Demokratie großartig. Sie haben es ja auch eingangs gesagt, Sie gucken eigentlich eher optimistisch auf die deutsche Demokratie. Was macht Sie denn besonders stolz? Ich glaube schon, dass eine Mehrheit der Bürger in diesem Lande die zutiefst demokratisch gesonnen sind, dass sie sich auch einmischen, wenn man sieht, wie viele Leute sich in der Kommunalpolitik engagieren, wie viele Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das ist alles Teil von Demokratie und darauf setze ich. Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident. Gerne.